wenn man nicht alles trifft in Roßlau, unglaublich, aber war Pork Pie eine alte Nummer, die eigentlich allen bekannt ist durch zig Sampler. 10 Jahre Pork Pie war das letzte Ding, was rauskam, so eine Zusammenstellung da. Es gibt fast 20 Jahre Pork Pie. Es gibt demnächst 20 Jahre Pork Pie. Nächstes Jahr ist Pork Pie 20 Jahre alt. Wird es einiges geben, hoffe ich doch mal, an Feiern und Partys und Releases. Für diese Verfehlung muss ich mich aber echt hier schwerst entschuldigen. 10 Jahre ist lange her, das war 1999. Den habe ich aber erst letztes Jahr entdeckt, so. Da reicht das als Entschuldigung. Okay, kein Problem. Alles klar. Dein Nebel Pork Pie ist eines der ältesten deutschen Nebels, was sich mit Ska beschäftigt. Ja, also wir haben es gerade erfahren, seit 20 Jahren, nächstes Jahr. Ja, das ist so. Was war eigentlich, ich kann mich erinnern, ich habe 1990 den ersten Skandal-Sampler in den Händen gehalten und gekauft. Und war das die erste Ausgabe, die erste Veröffentlichung? Das war die erste Platte, das Ska-Skandal Nummer 1. Die inzwischen jetzt auch wirklich zu einer Kultplatte halt geworden ist. Also kann man wirklich nach Japan gehen und Leute, die noch damals noch gar nicht geboren waren, kennen diese Platte. Und es war einfach, die Idee war einfach mal, Ska lag einfach plötzlich wieder in der Luft. Es gab einfach einige Bands in Deutschland, die so, ja, Ska gemacht haben. Und da gab es dann mal so ein Konzert im Quartier Latin, unter anderem mit Blechreiz übrigens. Und dann war Ska einfach plötzlich wieder so ein bisschen ein Thema. Und ich war sowieso schon seit Ende 70er Jahre war ich schon Ska-Fan und dachte ich, so habe ich die Gelegenheit einfach beim Shop gepackt und gesagt, so jetzt mache ich mal diesen Sampler. Und bei ihm, quasi als wir dabei waren, den Sampler zusammenzustellen, dachte ich so, nee, also jetzt nur für eine Platte und das dann auf dem Vielklang-Label. Also das ist ja, Pork Pie war immer ein Label von der Firma Vielklang, die ja von ganz viele Sachen veröffentlicht hat, unterschiedlichster Stilrichtungen. Und Pork Pie war dann aber für mich zum ersten Mal so ein Label, wo einfach nur ganz klar eben halt meine Musik, Ska-Musik halt veröffentlicht wird. Und das war eigentlich dann das erste Label, soweit ich jedenfalls weiß, das erste Label in Deutschland, was sich um Ska überhaupt gekümmert hat und natürlich naheliegenderweise natürlich erstmal um Bands, die halt aus Deutschland waren. Das hat sich dann aber relativ schnell natürlich geändert und haben das auch. Genau, die Skandalscheiben, die haben ja angefangen nur mit nationalen, also mit deutschen Bands halt, ja, und auf den letzten Skandalsampler, glaube ich, waren auch internationale Bands vertreten. Das ist der neueste Sampler ist ja United Colors 4.0. Das ist eine Doppel-CD, wo wirklich so der komplette Rundumschlag, also teilweise, ob man es mag oder nicht, aber über MySpace wirklich in die hintersten Ecken der Welt vorgedrungen, bis zum Beispiel nach Malaysia oder Südamerika. Oder einfach Südkorea, Länder, wo man einfach jetzt erstmal nicht denken würde, dass es da irgendwie Ska-Bands gibt und so. Ne? Ja. Das hat sich insofern verändert, aber dazwischen gab es eine lange Periode, wo dann wirklich auch so Bands wie Batman oder Toasters, Derek Morgan, der heute Abend ja auch spielt und so, einfach mit dabei waren und so. Und, ja. Also, was mich interessiert, du bist praktisch jemand der ersten Stunde, wenn man Ska-Geschichte hier in Deutschland betrachtet. Wie siehst du das? Wie hat sich das entwickelt? Also erstmal, wie hat sich dein Leben entwickelt und wie hat sich die ganze Ska-Szene entwickelt? Wie würdest du das sehen? Ich denke, es hat sich schon ziemlich verändert. Also so als ich das angefangen habe, da gab es eigentlich wirklich auch so eine spezifische Kultur von so Fanzines, die sich also wirklich auch speziell eben mit Ska auch beschäftigt haben, ganz viel. Inzwischen ist es so ein bisschen gemischt mit Punk. Also es gibt sehr viele Punk-Fanzines, die schon auch irgendwie Ska-affin sind und auch über Ska schreiben. Aber so die großen Zeiten von einem Skinner zum Beispiel oder einem Eureka oder was es da alles gab, was auch dann mit dieser Sharp-Skinner-Bewegung zu tun hatte, das gibt es eigentlich so. Also das ist schon so ein bisschen, ja, sag mal, nicht, dass es weg ist, aber es ist so ein bisschen in die Wohnzimmer zurück oder ja. Es hat sich ja ein bisschen so zurückgezogen und es ist nicht mehr so, auch wenn man bei Konzerten hingeht, dann ist es doch schon nur bei besonderen Anlässen, so sag ich mal, Roßlau, Potsdam, kommen natürlich schon irgendwie Leute von überall her, wo man dann auch wieder so einfach die alten Freunde mal wieder treffen kann. Aber ansonsten ist, finde ich, das Ska-Publikum hat sich sehr verändert. Also es ist eine ganz junge Generation da, die so ein bisschen auch so weniger drauf geben, was die Tradition jetzt eigentlich, wo das alles herkommt, die aber einfach so ihren Spaß da einfach dabei haben und einfach sich da gar keinen Kopf drüber machen, was auf eine Art, finde ich, auch okay ist. Aber es hat sich schon also sehr verändert von dieser Szene, die man früher kannte, wo wirklich also auch so optisch einfach auch klar war, Rootboys und so weiter, irgendwie hat sich das schon verändert zu so einem unspezifischen Publikum.
was halt ja, einfach viel breiter gestreut ist und eigentlich jetzt auch nicht unbedingt mehr so den Hintergrund teilweise auch gar nicht mehr so hat. Okay, nochmal auf deinen Nebel zurückzukommen. Was hast du alles im Sortiment? Wie viele Tonträger? Welche also CDs, Platten? Wer ist da ungefähr eine Zahl? Das Erfolgreichste würde ich tatsächlich sagen, Skandal Nummer 1. Also, da habe ich tatsächlich da gibt es so ein, von der Impala, das ist diese englische Independent Organisation, also so ein Zusammenschluss von Independent Labels, und die bringen auch so eine Art, da gibt es nicht nur goldene, sondern auch silberne und bronzene Schallplatten. Da wird also irgendwie auch ermittelt, wie viel hat sie so eine Platte verkauft, und da habe ich dann auf jeden Fall so eine bronzene schon mal mit dem Skandal, was ja für so eine Nischen-Spartenmusik ja dann doch schon irgendwie nicht schlecht ist. Man muss, in Independent-Musik ist natürlich nicht nur Ska und Punk, sondern es ist auch vielleicht mal eine Kylie Minogue oder sowas. Ja. Okay, hast du welche Ziele, was willst du denn nächstes veröffentlichen? Ist da schon was geplant? Es sind einige Sachen in der Pipeline. Hast du auch eine Wunschband, die du gerne veröffentlicht würdest? Eine Wunschband, da würde ich so sagen jetzt. Also ich höre mir die Sachen natürlich immer einfach an und so, und ich entscheide das eigentlich auch immer ziemlich spontan und entscheide das dann auch, was gefällt mir irgendwie und was könnte ich mir vorstellen, wo habe ich jetzt gerade auch Lust drauf, und das mache ich dann irgendwie. Und es ist leider natürlich auch immer so, man kann es viel weniger planen als Label, wann kommt von welcher Band welche Platte. Also es sind schon einige Sachen überfällig, zum Beispiel Valkyriens basteln gerade an einem neuen Album, und das ist auch schon aber so ein bisschen schon langsam überfällig. Das heißt, ich kann überhaupt noch nicht sagen jetzt so richtig, wann wird es jetzt kommen, irgendwie kommt es dieses Jahr noch oder erst nächstes Jahr. Delex zum Beispiel, japanische Band, sind auch gerade dabei, jetzt wieder was Neues zu machen und so. Und es ist immer, leider so ein bisschen vom Zufall abhängig, aber ich werde vielleicht auch mal wieder so ein Sampler, also das ich auch ganz gut finde, immer so ein Konzept-Sampler, zwar United Colors dran. Dann hatte ich ja diesen Skandal-Fußball-Sampler gemacht. Und mal sehen, vielleicht mache ich aber auch mal so eine Tribute-Geschichte. Da gab es mal dieses Tribute to Specials, also dieses Bear-Shirt, die hier in Europa veröffentlicht haben, und das war eigentlich auch eine ganz spannende Sache, mal Bands covern irgendwie. Sozusagen, also die Auswahl, was auf so einen Sampler kommt, die triffst du ganz alleine, oder hast du da irgendwie ein Team oder so, was da mitmacht und sagt, Mensch, ja, das ist... Also